herzlich willkommen zum Kaffeeklatsch. Ich hoffe sehr, ihr seid gut durch die Woche gekommen. Ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht und sitzt jetzt irgendwo eingekuschelt und habt so ein bisschen Me-Time. Vielleicht räumen auch die einen oder anderen von euch so ein bisschen durch die Wohnung beim Kaffeeklatsch hören. In jedem Fall freue ich mich sehr, dass ihr Zeit hattet und Lust hattet, euch dazuzusetzen. Ich freue mich total, dass wir das jetzt wieder machen. Und ich merke, dass mir das Kaffeeklatsch drehen auch total gut tut, das Recherchieren, mich wieder so ein bisschen reinfinden in die Themen und so weiter, weil das eben auch Dinge sind, die mich ausmachen und die mir Spaß machen. Und vielleicht als kleines Zwischenfazit schon mal, weil ich weiß, viele warten darauf, wie jetzt die Entscheidung fällt, ob wir den Kaffeeklatsch weitermachen oder nicht. Ich bin super, super dankbar für das positive Feedback. Ich habe nicht damit gerechnet, dass so viele von euch so unfassbar emotional sind, was den Kaffeeklatsch angeht. Ich wusste schon auch aus Begegnungen mit euch, dass der Kaffeeklatsch was ist, über den viele mich gefunden haben und auch den viele gefunden haben, teilweise in Zeiten, in denen es ihnen nicht gut ging und der einigen von euch wirklich tatsächlich geholfen hat. Das macht in mir ganz viel und ist ein krasses Gefühl, dass es Dinge gab, die ich gesagt habe, die tatsächlich weitergeholfen haben. Und ich fühle mich sehr geehrt, dass ihr mir solche Sachen sagt und schreibt. Und ich weiß natürlich deswegen auch zu schätzen, dass ihr dieses Format einfach nach wie vor gern mögt. Ich persönlich merke, dass ich mich wohl damit fühle, wie er jetzt ist und auch wohl damit fühle, ihn weiterzumachen. Ihr merkt, noch bleibe ich ziemlich allgemein mit den Themen. Ich könnte mir aber vorstellen, auf lange Sicht auch wieder konkret eure Themen und eure aktuellen Situationen zu besprechen. Ich habe das Feedback gehört, was die Themenwahl angeht. Das sehe ich ganz genauso wie ihr und von daher glaube ich, dass es vielleicht eine ganz gute Richtung ist. Ich will noch nicht zu viel versprechen. Ich muss natürlich auch gucken, wie es für euch weiterhin ist, ob ihr weiterhin Bock auf das Format habt. Und ich gucke natürlich auch, wie die Videos so ankommen, ob sie überhaupt geklickt werden oder nicht. Nicht, weil ich klickgeil bin. Ich glaube, die Leute, die mir schon länger folgen, wissen, dass ich darauf nun nicht so viel achte. Viel wichtiger ist für mich natürlich das Feedback, aber die Klickzahl zeigt natürlich auch, ob überhaupt Interesse besteht oder nicht und ob es sich von daher anbietet, da überhaupt Arbeit reinzustecken. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal, wie sich das so weiterentwickelt. Momentan habe ich viel Spaß daran und freue mich sehr, dass ihr auch Spaß daran habt. Ich habe ja gesagt, dass jetzt im Oktober jeden Sonntag ein Kaffeeklatsch kommt und ich würde sagen, wenn wir das durch haben, dann sprechen wir einfach nochmal und entscheiden gemeinsam, wie es weitergeht, ob der Kaffeeklatsch weitergeht, in welche Frequenz er weitergehen könnte und dann gucken wir mal, wie es so läuft. Für mich ist das hier so ein gemeinsames Ding, okay? Okay, cool. Apropos Entscheidungen. Wahnsinnsüberleitung, Frau Debe. Das ist ein Thema, was sehr, sehr häufig auch kam bei der Umfrage, die ich hatte auf Instagram, was so Themen betrifft, die ihr für den Kaffeeklatsch seht. Und ganz, ganz oft ging es um Entscheidungen, um schwere Entscheidungen, um die Schwierigkeit, die richtigen Entscheidungen zu treffen und so weiter. Und ich glaube, das Thema ist wirklich auch auf verschiedensten Ebenen sehr, sehr spannend, weil es uns alle betrifft. Wir alle kommen irgendwann mal im Leben an den Punkt, dass wir an so einer Weggabelung stehen, kleinere Entscheidungen zu treffen haben, größere Entscheidungen zu treffen haben. Manchmal fällt es einem leicht und dann geht man aber auch so durch Phasen, in denen einem die leichtesten Entscheidungen plötzlich ganz schwer fallen. Und ich dachte, wir greifen das Thema heute mal auf und gucken uns das mal genau an und schauen mal, was die Gründe sein können dafür, dass einem Entscheidungen schwer fallen und was man tun kann, was ich auch so gelernt habe über die letzten Jahre. Wie immer gilt natürlich, wenn ihr was anders seht oder ihr andere Erfahrungen gemacht habt zum bestimmten Thema oder ich was sage, was ihr nicht nachvollziehen könnt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Es geht nicht darum, dass ich hier so tun will, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich bin sozusagen hier in dem Video immer nur so der kleine Anstoß und ihr könnt gerne eure Erfahrungen teilen, wenn ihr euch damit wohlfühlt. Ich merke immer wieder, dass ich auch sehr, sehr viel lerne von euch und euren Erfahrungen. Dinge, die ihr verstanden habt und gelernt habt und das ist natürlich für uns alle irgendwie bereichernd, wenn wir auch in den Kommentaren uns noch austauschen können zu den Themen. Die erste Frage, die man sich natürlich stellt, wenn man in so einer Entscheidungssituation steckt, gerade bei den Entscheidungen meiner Erfahrung nach, die größer sind, die auch lebensverändernd sein können, dass man manchmal das Gefühl hat, okay, alle anderen haben es irgendwie gecheckt, die kommen klar, die können Entscheidungen treffen, die haben keine Probleme damit und warum zum Henker fällt es mir so schwer? Und ich glaube, zum einen ist das eine Illusion, weil ich glaube, die allermeisten von uns können an solchen Weggabelungen nicht sofort sagen A oder B. Die allermeisten von uns brauchen einen Moment zum Durchatmen, zum Durchdenken und einfach in Ruhe darüber nachdenken, um den Weg zu gehen, den sie am Ende dann für sich entscheiden. Natürlich ist der naheliegendste Grund dafür, dass einem Entscheidungen schwerfallen, dass man Angst davor hat, die falsche Entscheidung zu treffen. Klar, die allerwenigsten von uns mögen das Gefühl, wenn man eine Entscheidung trifft und hinterher denkt, scheiße, ich hätte was anders machen sollen. Wir alle hoffen und wünschen uns natürlich, dass wir genug wissen zu den Themen, die wir da entscheiden müssen, um die richtige Entscheidung zu treffen und am Ende auch glücklich damit zu sein.
Es ist aber nicht immer so einfach. Man hat nicht immer alle Informationen. Manchmal läuft es darauf hinaus, dass man abwägt, aber am Ende weiß man seltenst im Vorhinein, dass es die richtige Entscheidung ist. Manchmal hat man das Gefühl, man hat die richtige Entscheidung getroffen, stellt dann im Laufe der Zeit fest, oh, war es doch nicht. Also es ist gar nicht so einfach, da den richtigen Weg zu finden. Und ich glaube, wir alle sehen uns danach, gute Wege zu gehen für uns und Sachen nicht zu bereuen. Auch wenn ich, wie ihr wisst, nicht ans Bereuen glaube. Aber ich verstehe total, dass man erstmal struggelt und sich ein bisschen Zeit nimmt. Und es ist ja auch gesund, nicht sofort Hals über Kopf gerade große Entscheidungen zu treffen. Ich merke aber auch in meinem Umfeld bei unterschiedlichen Freundinnen, dass es auch die Situation gibt, dass einem Entscheidungen schwerfallen, wenn es keine lebensverändernden großen Entscheidungen sind, sondern sogar bei kleinen Entscheidungen, die jetzt gar nicht so viel Auswirkungen auf das ganze Leben haben, die uns aber trotzdem überfordern können. Und da liegen dann nochmal, glaube ich, ganz andere Sachen zugrunde. Das kann aufgrund von Prägung sein, das kann aufgrund des Elternhauses sein, das kann aufgrund von Beziehungen sein. Ich glaube, so eine Fehlentscheidungsangst auch im Kleinen kann eben sehr schnell ausgelöst werden, wenn im sozialen Umfeld Menschen sind, die einem nahestehen, die die eigenen Entscheidungen immer wieder anzweifeln, die einem immer wieder das Gefühl geben, dass man nicht die richtigen Entscheidungen treffen kann. Und das kann sowohl auch im Größeren als auch im Kleinen sein, wenn man sehr viel Kritik ausgesetzt ist und alles hinterfragt wird, was man tut. Selbst bei so kleinen Sachen wie viel Salz muss ich ins Pastawasser machen, da irgendwie Kritik kommt und man irgendwie wegen jedem Schritt, den man geht, kritisiert wird, kann das auch dazu führen, dass es einem mit der Zeit immer schwerer fällt, losgelöst von der kritisierenden Person Entscheidungen zu treffen, weil man denkt, ich mache sowieso immer alles falsch, ich frage lieber XY, wie ich es machen soll, und man in so eine Abhängigkeit gerät. Das, finde ich, ist wichtig, sich auch vor Augen zu führen, wenn man merkt, okay, es ist jetzt nicht mehr nur diese große Entscheidung, die mich überfordert, sondern es sind inzwischen auch die Kleinen, sich da ganz genau zu hinterfragen, warum ist das so? Habe ich vielleicht jemanden in meinem Umfeld, der mich dahingehend einfach negativ beeinflusst, und sollte ich da vielleicht eine Grenze ziehen und für mich klar machen, du, lass mich mal machen, ich mach das schon. Ich persönlich bin auch durch eine Phase gegangen in meinem Leben, wo das exakt so war, wo es mir sehr schwer gefallen ist, zwischen A oder B zu entscheiden, wo ich mich nicht mal getraut habe, mir ein Handykabel zu kaufen, weil ich genau wusste, dass ich sofort dafür kritisiert werde, für welches Handykabel ich mich entscheide. Und das macht einfach was mit einem. Und wenn man das realisieren kann und da sich auch ein bisschen Luft verschafft und sagen kann, du, ich weiß, du meinst es gut, aber lass mich das mal machen, und auch akzeptiert, dass man hier und da vielleicht Sachen entscheidet, die nicht ganz so clever waren, aber letztendlich kommt es nicht darauf an, ob ich Handykabel A oder B kaufe. Klar, schöner, wenn es länger hält und wenn es besser funktioniert, aber ich komme auch mit B total gut klar, selbst wenn es nicht die perfekte Entscheidung war. Das wieder zu lernen ist ein Prozess. Ich finde es nur wichtig, dass man das in dem Rahmen und in dem Zusammenhang auch mal thematisiert, weil ich das immer wieder auch bei Freundinnen beobachte, dass denen das gar nicht so auffällt, dass denen das gar nicht so bewusst wird. Es sei dann, im sozialen Umfeld verändert sich stark was. Es gibt eine Trennung oder es gibt ein Freundschaftsende oder es gibt einen Bruch mit den Eltern oder wie auch immer. Das ist da dann plötzlich die Erkenntnis gibt, krass, wie sehr ich mich habe beeinflussen lassen. Das ist an der Stelle, ohne jetzt abschweifen zu wollen, auch ein ganz guter Reminder daran, wie sehr das eigene Umfeld, der Inner Circle, einen prägen kann, im Positiven wie auch im Negativen. Und das ist mit einer der Gründe, warum ich so unfassbar vorsichtig bin damit, wer in meinen Inner Circle kommt, weil ich weiß, dass das auch sehr, sehr, sehr viel in meinem Leben beeinflussen wird. Manchmal ist es aber auch schwer, sich zu entscheiden, wenn man zu viele Optionen hat. Man nennt das, glaube ich, Analyseparalyse. Wenn man in Situationen steckt, wo man 1000 Wege gehen kann, fällt es einem umso schwerer zu entscheiden, was richtig ist, weil man so viel abwägen muss und so viel ausschließen muss und so viel bedenken muss und über so viel sich informieren muss, dass es echt überfordernd sein könnte und man wirklich in so eine Paralyse kommen kann und sich am Ende gar nicht mehr bewegen kann. Ich kenne das von mir sehr, sehr stark nach dem Abi, weil ich einfach in so einer absoluten Überforderung gesteckt habe, zu entscheiden, was zum Henker will ich eigentlich machen? Wo will ich hin? Was macht mich aus? Was kann ich gut? All diese Fragen, die ich nicht wirklich beantworten konnte. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich da entscheiden sollte, in welche Richtung ich beruflich gehen will, war eigentlich immer klar, dass ich Operngesang machen möchte. Und als dann für mich feststand, dass das nicht mein Weg sein wird, Gott sei Dank, obwohl ich Oper nach wie vor liebe, habe ich auch schon mal thematisiert. Es gibt so ganz viele Gründe, warum ich ganz froh bin, dass es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Aber zu dem Zeitpunkt war das wirklich so mein Traum und es brach weg. Plötzlich gab es erstmal das Gefühl, ich kann gar nichts mehr machen, weil das war das Einzige, was ich konnte. Und dann aber vor diesen ganzen Möglichkeiten zu stehen und zu wissen, jeder Weg, den ich da gehen kann, bedeutet ein anderes Leben. Und ich kann gar nicht einschätzen, wo meine Stärken liegen, was sinnvoll ist zu tun und was nicht. Das war heillos überfordernd. Ich weiß, dass KlassenkameradInnen von mir damals sehr, sehr gut waren darin, sich zu informieren, mit diesen Studienführern gesessen haben und Listen gemacht haben und so weiter. Und ich
habe immer wieder gemerkt, dass ich damit komplett überfordert war und das einfach nicht konnte. Ich habe am Ende mich bewusst für dieses Germanistikstudium entschieden, weil das eins der Dinge war, die am meisten Möglichkeiten danach offen gelassen haben. Und ich wusste, okay, ich kann dann im Studium erstmal wieder gucken, mich da versuchen zu finden. Aber ich persönlich war komplett überfordert und ich kenne von daher diese Paralyse total gut, dass man manchmal eben an gewissen Punkten im Leben so viele Möglichkeiten hat, was natürlich einfach schön ist, aber gleichzeitig auch total überfordernd ist. Auch was, was glaube ich, frühere Generationen, wenn ich jetzt auch so an meine Eltern denke, an meine Großeltern, die in Systemen aufgewachsen sind, die einfach sehr, sehr einengend war, wo man keine freien Entscheidungen hatte, dass ich da oft auf Unverständnis gestoßen bin. Gar nicht, weil die blöde Menschen waren, sondern weil es in ihrem Kosmos überhaupt keinen Sinn ergab, dass man so viele Möglichkeiten hat und die Welt steht einem offen und man ist nicht in der Lage, sich für irgendwas zu entscheiden. Ich glaube, das kann man nur nachvollziehen, wenn man selbst in der Situation gesteckt hat, zu wissen, dass jede Entscheidung, die man trifft, ein anderes Leben bedeutet, ohne dass man weiß, wer bin ich überhaupt und was für ein Leben suche ich. Das war sehr überfordernd zu dem Zeitpunkt. Natürlich spielen Emotionen auch eine große Rolle bei Entscheidungsfindungen, die nicht immer losgelöst sind vom sozialen Umfeld. Es gibt natürlich Dinge, die wir selbst fühlen durch die Situation oder die aus uns herauskommen. Manchmal hat man aber auch so Schuldgefühle, weil einem von außen eben suggeriert wird, dass man das oder jenes vielleicht einfach nicht macht. Ich erinnere mich so an Gespräche mit Freundinnen, die in Beziehungen gesteckt haben, die eigentlich von außen harmonisch aussahen, unkompliziert aussahen, die aber trotzdem darüber nachgedacht haben, sich zu trennen, weil sie sich was anderes gewünscht haben, weil der Partner, die Partnerin vielleicht andere Lebenswege gehen wollte und vielleicht auch andere Vorstellungen davon hatte, wie mein Leben lebt. Und von außen gab es vielleicht keinen sichtbaren Grund, aber sie haben eben darüber nachgedacht, diese Beziehung zu beenden, weil sie gemerkt haben, sie wollen einfach was anderes von ihrem Leben. Und das kann man jetzt von außen bewerten, wie man will. Und das haben auch Leute von außen bewertet. Da war ich live dabei. Aber am Ende kommt es darauf an, was man selbst fühlt und welchen Weg man gehen will. Und es ist nicht immer so leicht, finde ich, sich von diesen Emotionen so ein bisschen loszumachen und das Ganze wirklich auch analytisch anzugucken. Ich glaube auch, dass es Entscheidungen gibt, die man nicht analytisch fällt, die man wirklich aufgrund von Emotionen fällt. Ich sage immer, ich entscheide mit dem Herzen, ich nehme aber den Kopf mit. Das heißt, ich durchdenke Dinge schon, aber am Ende ist das Herz das Zünglein an der Waage. Wisst ihr, was ich meine? Genauso in dem Zusammenhang auch die Situation, dass man eben Erwartungen ausgesetzt ist, was so zum Beispiel Berufswahl angeht, wo wir jetzt gerade bei dem Thema waren, dass man eben von außen die Erwartung hat, beispielsweise studieren zu müssen und man selber merkt, ey, ich will gar nicht studieren. Eigentlich will ich was ganz anderes machen und dass da so die Erwartungen der anderen kollidieren mit der eigenen Verantwortung für sich selbst. Und auch das ist nicht so einfach, da so den Mittelweg zu finden oder sich klar zu sich selbst zu positionieren. Natürlich gibt es auch soziale Prägungen und kulturelle Einflüsse, die dafür sorgen, dass man hier und da Schwierigkeiten hat, sich für oder gegen Dinge zu entscheiden. Auch da kenne ich Leute, die beispielsweise in einem sehr stark religiösen Umfeld aufgewachsen sind und mit der Idee, dass man eine Ehe nicht beendet und die daran sehr festgehalten haben, obwohl sie in sich gespürt haben, das passt hier nicht, wir sind nicht gut füreinander, aber die eben an diesem Glaubenssatz festgehalten haben, eine Ehe scheidet man nicht und auch da keine Wertung, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber an den Stellen war eben diese Kollision zwischen dem, was sie geprägt hat, ihr sozialer Background sozusagen und dem, was sie in dem Moment gefühlt haben. Grundsätzlich kann man sagen, dass man immer, wenn man in Situationen kommt, wo man so zwei Herzen in seiner Brust hat, wo so Dinge miteinander kollidieren, dass es besonders schwer ist, diese ganzen Stimmen auszumachen und sich darauf zu konzentrieren, was will ich eigentlich? Wohin zieht mich mein Herz? Welche Entscheidung ist die richtige für mich? Und ich glaube, das ist so für mich persönlich oft die Hauptherausforderung, dass ich quasi den Background-Noise ausmache und mich darauf konzentriere, was ich persönlich für richtig halte. Das ist was, das merke ich deutlich jetzt im Laufe der Zeit, was man trainieren kann, was man auch trainieren muss. Gerade so, wenn ich mein Kind angucke, sehe ich sehr deutlich, dass er total gut in der Lage ist, zu kommunizieren, was er will und was er für richtig hält und wie er sich seinen Tag vorstellt und was er machen möchte und was er nicht machen möchte. Und im Laufe der Zeit verlernt man das so ein bisschen, weil man älter wird, weil man sich ins soziale Konstrukt einfügt, weil man Erwartungen beigebracht bekommt und Prägungen und so weiter. Und manchmal verliert man darüber, über die Zeit so ein bisschen die Fähigkeit, selbst zu entscheiden und zu wissen, was man will. Das heißt aber nicht, dass es weg ist. Das wohnt in uns allen drin. Das ist einfach was, was wir dann freigraben müssen und was wir auch trainieren müssen, wie wir andere Sachen trainieren müssen, wie Grenzen ziehen und Nein sagen und so weiter, ist auch das Fühlen, in sich reinfühlen, etwas, was man wirklich meiner Erfahrung nach
üben muss, damit es einem wieder leichter von der Hand geht. Und je mehr man das tut und je mehr man auch sich selbst vertraut, desto leichter fällt es einem mit der Zeit, Entscheidungen zu treffen. Wenn ich so zurücküberlege, was ihr so geschrieben habt, welche Dinge euch schwerfallen zu entscheiden, gab es so unterschiedliche Kategorien. Allen voran natürlich die Kategorie Beruf, Karriere, die Überlegungen darüber, bleibt man in einem Job, der einem bekannt vorkommt, den man gut kennt, den man jahrelang gemacht hat, der einen aber nicht mehr herausfordert, wo es keine Aufstiegsmöglichkeiten gibt, oder auch Leute, die geschrieben haben, dass sie lange in der Firma sind, sie mögen das Kollegium, sie mögen ihre Arbeit, sie haben sich aber in den letzten Jahren beispielsweise viel mit Nachhaltigkeit auseinandergesetzt und sozialer Verantwortung und stellen fest, dass diese Firma einfach nicht zu dem passt, was sie jetzt an Werten haben. Und da eben so diese Diskrepanz, stehe ich dann zu meinen Werten oder tue ich es nicht, bleibe in der Firma, obwohl ich weiß, dass sie Entscheidungen treffen, die ich eigentlich so nicht vertreten möchte. Solche Sachen, klar, klassisch Berufswahl, Berufswechsel und so weiter. Und immer natürlich auch die Frage, eher berufliche Verwirklichung, Work-Life-Balance, eher auf Sicherheit gehen. Das sind alles so Sachen, die wir alle, glaube ich, in unserem Leben irgendwann entscheiden und die man auch immer wieder neu entscheiden kann. Ich merke das auch in meinem Umfeld, auch in meinem familiären Umfeld, dass es immer wieder Leute gibt, die beweisen, dass man nur, weil man jetzt entscheidet, ich bleibe in dieser Firma oder ich bleibe in diesem Berufsfeld, dass man nicht mit 40, mit 50 auch nochmal andere Entscheidungen treffen kann. Ich glaube, manchmal, gerade was das Thema angeht, sind wir daran gewöhnt, dass man eben transportiert bekommt, du hast diesen Job, du machst den dein Leben lang, du machst den gut und dann ist irgendwann gut und dann bist du in Rente und kannst dein Leben leben. Ich glaube, es gibt mehr als das. Ich glaube auch, dass das Ganze fluider ist, als wir uns das immer wieder so vor Augen führen. Ich bin mit Eltern groß geworden, die aus der DDR gekommen sind, die sich sehr, sehr stark selbst finden mussten. Meine Mama viel, viel weniger als mein Papa. Mein Papa musste wirklich flexibel sein in seinen Jobs und ich bin groß geworden mit einem Vater, der wirklich alles gemacht hat, der sich immer wieder neu erfunden hat, immer wieder neu ausprobiert hat und der einfach nicht stillgestanden hat, der sich nicht damit abgefunden hat, dass was nicht funktioniert und die Flinte ins Korn geworfen hat, sondern der sich neu gedreht hat und wieder andere Bereiche ausprobiert hat und so weiter. Und das hat mich schon auch sehr geprägt, auch in dem Bild, was ich habe von Beruf und von Arbeit generell. Natürlich wünschen wir uns alle soziale Sicherheit. Keiner von uns will nachts mit diesem kalten Schweiß aufwachen und sich Sorgen ums Geld machen. Es ist aber auch so, dass man manchmal so ein bisschen das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt diesen einen Weg zu Ende gehen und ich glaube nicht daran. Und ich sehe ja auch an Beispielen in meinem Umfeld, dass das nicht der Fall ist, dass nicht die Entscheidung von heute auch die Entscheidung von übermorgen sein muss, dass man da auch sich erlauben darf, das alle paar Jahre nochmal zu evaluieren und zu gucken, ist das noch das, was ich beruflich machen will oder will ich vielleicht nochmal eine Weiterbildung machen in eine andere Richtung oder vielleicht nochmal ein Fernstudium anfangen oder eben auch jemand in meiner Familie nochmal alles abbrechen und nochmal ein komplettes Studium machen. Das alles ist möglich, nicht natürlich ohne Einschränkungen und natürlich auch nicht easy peasy. Keiner von uns kann irgendwie sagen, komm, wir ziehen mal einen Stecker und jetzt studiere ich nochmal. Das ist natürlich auch mit Aufwand verbunden, aber es ist möglich. Und auch das sich vor Augen zu führen, beruhigt mich immer wieder in Situationen, wenn ich nicht weiter weiß, dass ich sage, das ist jetzt für jetzt die Entscheidung, für jetzt, wie ich jetzt fühle und denke. Das muss aber nicht die Entscheidung sein, die ich in einem Jahr nochmal genauso fällen würde. Und das gibt einem ein Stück weit auch Freiheit, muss ich sagen. Natürlich gab es auch viele, die geschrieben haben von Entscheidungen, die so persönliche Beziehungen betreffen, was so Familie angeht, Freundschaften angeht und so weiter. Und ich glaube, das sind so auch mit die schwierigsten Entscheidungen, weil sie einfach oft sehr emotional sind und von daher auch sehr, sehr belastend sein können. Und auch da es keine objektiv richtige Antwort gibt, sondern man einfach für sich entscheiden muss, wie man mit Dingen umgeht oder womit man sich wohlfühlt oder nicht. Ich selbst kann das natürlich auch von mir, von früher zumindest, dass ich in Freundschaften gesteckt habe, beispielsweise, in denen ich gemerkt habe, okay, es tut mir irgendwie gar nicht mehr gut, das saugt mich aus, ich komme von den Treffen zurück und bin so leer und auch nicht glücklich mit mir. Leute, die mir nicht gut getan haben und ich habe sehr damit gehadert, was ich damit mache. Jeder gesunde Mensch, der Grenzen ziehen kann, wird wahrscheinlich sagen, ey, wenn es dir nicht gut tut, dann geh halt. Das konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht und deswegen ist es mir super schwer gefallen, zu entscheiden, wie ich damit umgehen will. Das kann ich inzwischen besser, aber auch das kann eben total belastend sein. Auch so Entscheidungen, ob man zu Familienmitgliedern Kontakt hält oder ob man den abbricht oder auch Beziehungen und so weiter zählen da ja mit rein. Das ist einfach an sehr vielen Stellen besonders schwierig, weil es so emotional aufgeladen ist. Natürlich waren auch ein paar langfristige Entscheidungen dabei, wie zum Beispiel die Idee, ins Ausland zu gehen, ob das eine gute Sache wäre, auch die Idee, eine Familie zu gründen oder nicht, bestimmte Lebenswege eben einzuschlagen, die langfristig Veränderungen bringen. Das ist natürlich auch besonders schwierig, weil man in den seltensten Fällen absehen kann, dass diese Entscheidung
Entscheidungen gut sind. Man muss wirklich da in dem Moment darauf vertrauen, dass man sich bereit fühlt oder dass man in dem Moment daran glaubt, dass es die richtige Entscheidung sein kann. Aber in den wenigsten Fällen kann man das im Vorhinein sagen. Ich kenne Leute, die sehr, sehr positiv gestimmt ins Ausland gegangen sind, die der Meinung waren, dass sie dort jetzt leben wollen und die ziemlich schnell festgestellt haben, dass das eine total beschissene Idee war und sie überhaupt nicht happy sind, die da sehr viel Geld verloren haben und sich dann erstmal auch wieder hier einfinden mussten, um dann hier wieder Fuß zu fassen, Wohnung zu finden, Job und so weiter. Ich kenne aber genauso gut Leute, die ins Ausland gegangen sind und total happy sind damit und angekommen, glücklich, und beide Seiten gibt's. Und ich glaube, auch an der Stelle kann man nicht im Vorhinein, bevor man es entscheidet, wissen, ob das für einen zutrifft, dass man sagt, geil, ich finde es richtig gut, oder ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Das sind Dinge, die man manchmal einfach ausprobieren muss. Ist natürlich schwieriger, wenn man so an das Thema Familienplanung geht. An der Stelle würde ich immer empfehlen, so gut man irgendwie kann, sich die Zeit zu nehmen und sich losgelöst von Erwartungen, die man hat, dafür entscheidet oder dagegen entscheidet. Ich glaube, gerade die unter uns mit Uterus kennen das, dass man schon von sehr klein an gefragt wird, ob man denn mal Kinder haben möchte, und das sehr häufig damit schwingt, natürlich wohl, willst du eine Familie gründen, willst du auch nicht alleine bleiben und so weiter. Und ich applaudiere jedem Menschen mit Uterus, der sagt, ey, ganz ehrlich, ich will das nicht für mich, ich möchte ein anderes Leben leben, weil ich glaube, diese Entscheidung ist genauso valide wie die Entscheidung, eben Eltern zu werden. Aber ich applaudiere denen, weil ich weiß, wie schwer das ist, sich von diesen Erwartungen loszulösen und zu sagen, ich weiß, dass ihr alle damit rechnet, dass ich Familie gründe, aber ich fühle es nicht. Ich bin kein Mensch, der irgendwie Lust hat, kleine Menschen großzuziehen. Ich habe es nicht mit Kindern, oder ich habe das Bedürfnis einfach nicht in mir. Ich möchte mein Leben anders gestalten. Ich möchte nicht abhängig sein die nächsten 15, 16, 17, 18 Jahre von einem anderen kleinen Menschen. Ich will einfach vogelfrei sein. Ich finde, das ist genauso in Ordnung, wie zu sagen, dieser Gedanke, Mama zu werden oder Papa zu werden oder wie auch immer, der erfüllt mich total. Die Vorstellung, mal eine Familie zu haben, macht mich richtig glücklich, auch wenn ich weiß, dass es eine schwierige Zeit sein kann und dass man da hier und da auch richtig krass struggelt, aber ich wünsche mir das für mein Leben. Ich finde, gerade diese Entscheidung sollte man so gut man kann losgelöst von Erwartungen fällen und sich da auch wirklich die Zeit nehmen, diese Erwartungen, die da auf einen zukommen, zu sehen, wirklich zu sehen, dass man das aufgedrückt bekommt teilweise, um sich davon loszumachen, nicht um per se zu sagen, okay, diese Erwartung war, ich soll Mutter werden, ich will aber gar nicht, sondern wirklich losgelöst davon, diese Entscheidung zu treffen. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Was ich festgestellt habe über die letzten Jahre ist, dass die Erfahrungen, die man im Leben macht und die Situationen, die einen wachsen lassen, einem auch langfristig helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Meiner Erfahrung nach ist es so, je besser ich verstehe, wer ich bin und was ich brauche, wo meine Schwächen liegen, wo meine Stärken liegen, desto leichter fällt es mir in bestimmten Bereichen, Entscheidungen zu treffen. Ich weiß auch, in welchen Bereichen es mir besonders schwer fällt, und ich habe mit der Zeit gelernt, welche Techniken ich anwenden kann, um eben mich zu unterstützen dabei. Es gibt so die ganz klassischen, die man gerne belächelt, die aber sehr effektiv sind, wie zum Beispiel Pro-Kontra-Listen. Ich weiß immer, wenn ich eine Freundin habe, die vor einer Entscheidung steht und nicht weiß, ob A oder B, und ich komme mit der Pro-Kontra-Liste, wird erstmal müde gelächelt, weil so, ja klar, kommst du mit einer Pro-Kontra-Liste. Aber das kann ein richtig gutes Tool sein, um wirklich festzustellen, was man will. Einfach sich hinzusetzen mit einem Blatt Papier und einem Stift und wirklich aufzuschreiben, was sind die positiven Aspekte dieser Entscheidung, was sind die negativen Aspekte dieser Entscheidung, was sind die Ängste, die mitschwingen, was sind die Möglichkeiten, die sich dadurch vielleicht auftun und so weiter. Und nicht jeder Punkt auf der Liste ist gleichwertig, das ist mir schon klar, aber ich finde, wenn man sich hinsetzt und diese Dinge überlegt, sieht man sehr schnell, wo die Liste länger wird und wo sie kürzer ist, und kann auch im Prozess dieses Aufschreibens schon ein bisschen besser feststellen, in welche Richtung man tendiert, auch wenn vielleicht die Kontraliste länger ist, aber man sieht eigentlich, diese Dinge, die ich da aufschreibe, sind gar nicht so relevant für mich. Und wenn ich das gegenüberstelle zu den paar Punkten, die ich auf der Pro-Liste habe, die alles in mir auslösen, ist da auch die Entscheidung klar. Ich finde, es ist einfach ein sehr simples, aber sehr, sehr effektives Tool, um einfach Entscheidungen zu treffen, die nicht einfach zu treffen sind. Was ich sehr gerne mache, worüber ich auch ja immer wieder schmunzeln muss, weil ich auch dafür so ein bisschen belächelt werde, ist, für mich ist es ganz wichtig, bei Entscheidungen den Worst Case durchzuspielen, den Best Case durchzuspielen und den Real Case durchzuspielen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist total wichtig für mich, wenn ich jetzt von einer Entscheidung treffe, beispielsweise nehme ich diesen oder jenen Job an, durchzuspielen, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich diesen Job annehme? Okay, das Schlimmste könnte sein, ich fühle mich nicht wohl dort, ich mag die Arbeit nicht, ich mag die Arbeitskollegen nicht, ich bin frustriert, weil ich mich nicht weiterentwickeln kann und so weiter. Der Best Case wäre, ich liebe meine Arbeitskollegen, ich merke, dass ich total im Flow bin, dass ich bei mir ankomme,
bekomme, dass ich mich verwirklichen kann, dass ich mich weiterentwickeln kann, dass ich gutes Geld verdiene, finanzielle Sicherheit und so weiter. Und dann das, was wahrscheinlich am ehesten eintreten wird. Ich werde mich mit einigen Kollegen verstehen, mit anderen vielleicht nicht so, aber es wird Leute geben, mit denen ich irgendwie connecten kann, von denen ich Dinge lernen kann. Ich werde ganz okayes Geld verdienen. Vielleicht habe ich Aufstiegschancen und kann mir mehr erarbeiten. Und ich werde immer wieder Projekte haben, die mich hier und da herausfordern und die mir Sachen beibringen, um dann wirklich zu überlegen, möchte ich das, fühlt sich das an wie ein Weg, den ich gehen möchte oder eben auch nicht. Mir hilft das wirklich extrem, diese Best-Case, Worst-Case, Real-Case-Szenarien durchzuspielen, weil es einem manchmal auch so ein bisschen die Möglichkeit gibt, wenn man so über den Worst-Case nachdenkt, alle Ängste mal so rauszulassen. Was sind denn die großen Ängste, die so diese Entscheidung betreffen? Und dann eben auch, was sind die großen Hoffnung, die man hat, bis man dann eben zu dem Punkt kommt, wie wird es denn wahrscheinlich sein? Und das macht einem manchmal so ein bisschen klar, wo es hingehen soll. Was einige Entscheidungen in meinem Leben angeht, hilft es mir hier und da, Entscheidungsfristen zu setzen. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber ich glaube, gerade die People-Pleaser unter euch werden das kennen, dass es so bestimmte Situationen gibt, in denen man so krass zerrissen ist, dass man eigentlich für immer und ewig darüber nachdenken kann, ob man jetzt A oder B macht, ob man da für sich einsteht und Grenzen zieht oder ob man jetzt einfach nachgibt und macht, was die anderen wollen. Das sind so Themen, da kann ich mich wirklich im Kreis denken. Da komme ich nie zu irgendeinem Punkt, wenn ich mir nicht sage, pass auf, Püppi, du hast jetzt bis Donnerstag Zeit, dir das zu überlegen. Am Freitag hast du die Entscheidung gefällt. Das hilft mir hier und da wirklich, da auch einen Endpunkt zu finden in meinen Gedankengängen und mich ein bisschen dazu zu zwingen, die Gedanken zu fokussieren und mich nicht so zu verlieren in Horrorszenarien, die man da ja auch manchmal hat, wenn man so über bestimmte Entscheidungen nachdenkt. Das hilft sehr. Nicht bei jeder Entscheidung. Manchmal braucht man einfach Zeit und muss sagen, grundsätzlich möchte ich beispielsweise nochmal im Ausland leben, aber für jetzt gerade weiß ich nicht, ob das wirklich so ist und wo ich überhaupt hin will. Das muss ich jetzt auch gerade nicht wissen, weil es gerade gar nicht akut ist. Bei anderen Sachen hilft es wirklich, sich eine Frist zu setzen und zu sagen, bis dahin hast du Zeit, dir darüber Gedanken zu machen und die auch wirklich einzuhalten. Eine riesengroße Sache, und ich kann mir echt vorstellen, dass es einige gibt, die jetzt mit den Augen rollen, ist, dass man auf seine Intuition hören darf. Das ist ja auch so ein Thema, da merke ich immer wieder, dass viele Intuitionen mit so Spiritualität verbinden oder mit sowas nicht greifbarem. Das, glaube ich, geht vielen so, die eher analytisch denken, und das ist auch total okay. Ich glaube aber, dass jeder von uns eine ganz gute Intuition hat, was er oder sie braucht und was wichtig für die Personen sind in ihrem Leben. Und ich glaube, man kann auch das total verlernen, wenn man in einem Umfeld ist, das einen sehr stark versucht zu lenken, das einem keinen Raum gibt, keine Luft zum Atmen und so weiter, dass man manchmal der eigenen Intuition nicht mehr vertraut. Ich kenne das auch so in Situationen, in denen meine Intuition sehr schnell angeschlagen hat, in denen ich wusste, dass bestimmte Dinge auf mich zukommen. Ich hatte vor ein paar Jahren so eine sehr krass emotionale Zeit, in der ich einen heftigen Schlag verpasst bekommen habe, und in dem Moment, als der Schlag kam, sage ich ehrlich, stand ich im Wald und dachte, ich habe es nicht kommen sehen. Und wenn ich dann aber zurückgucke auf die Morgenseiten, die ich zu der Zeit geschrieben habe, oder die Musik, die ich gehört habe, die Podcasts, mit denen ich mich umgeben habe, hat meine Intuition die ganze Zeit schon Alarm geschlagen. Und ich habe mich intuitiv mit Dingen beschäftigt, die mich darauf vorbereiten, dass dieser Schlag kommt. Und es ist manchmal so krass zu sehen, wie sehr eigentlich der Körper und der Geist, die Erfahrung, die man gemacht hat, anschlagen, einem Bescheid sagen, pass auf, die Person ist nicht gut für dich, oder der und der Weg ist nicht der richtige, Mayday, Mayday, dass man manchmal die Intuition ausmacht, weil man denkt, naja, aber es ist ja jetzt nur so ein Gefühl. Ich glaube, dass es an einigen Stellen ganz wichtig ist, dass wir diesem nur Gefühl mehr Raum geben und uns auch ein bisschen mehr darauf verlassen, dass unsere Intuition auch manchmal den Weg besser kennt als unser Verstand. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ja, wollte ich einfach nochmal so mit reinwerfen. Ich weiß, auch das werden einige Leute wahrscheinlich kritisch sehen, weil ihr anders tickt. Völlig in Ordnung. Aber mein Learning der letzten Jahre war, dass ich meiner Intuition auf jeden Fall mehr vertrauen muss und mir selber damit auch ein bisschen mehr vertrauen muss. Ich finde es ganz spannend, das passt jetzt eben auch ganz gut zum Thema, dass so viele von euch mir geschrieben haben, deren Themen ich mal im Kaffeeklatsch bearbeite, habe, dass es so hilfreich war, auch wenn ich ja in den Kaffeeklatsche-Is nie konkrete Empfehlungen gebe, was man entscheiden soll in bestimmten Situationen, aber dass es manchmal hilfreich ist, so einen Perspektivwechsel zu haben, jemanden von außen gefühlt, der die Situation einfach mal so betrachtet, wie sie ist, losgelöst von der ganzen Emotionalität, die sich ja auch mit der Zeit, je länger man sich mit so einer Entscheidung rumplagt, auch so hochkommen kann, dass mal jemand von außen ist, der sagt, okay, guck mal, das sind die Fakten, ding, 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 das könnte passieren, wenn du das entscheidest, das könnte passieren, wenn du da entscheidest, und du musst halt überlegen, wo die Prioritäten für dich liegen. Und ich glaube, auch das kann man losgelöst von einem Kaffeeklatsch auch für sich selber machen, sich einfach wirklich mal rauszuziehen aus dem ganzen Thema und das Ganze wirklich analytisch
theoretisch von außen zu betrachten. Wenn euch das schwerfällt, sprecht Leute in eurem Umfeld an. Ich habe Freundinnen, die einfach so einen klaren Verstand haben in bestimmten Situationen. Und wenn ich überhaupt nicht weiß, wo ich hin soll, rufe ich die an und sage, pass mal auf, folgende Situation. Ich weiß jetzt nicht, ist das jetzt sinnvoll? Ist das jetzt sinnvoll? Meine Angst ist das, das und meine Angst ist das, das. Und die dann wirklich von außen sagen, pass mal auf, das sind die Fakten. Und das könnten die Konsequenzen sein. Und das hilft manchmal total, diesen Perspektivwechsel zu haben, weil man sich einfach ein bisschen freischütteln kann von diesen Emotionen, die einen manchmal ja auch so ein bisschen lähmen. Hatten wir ja schon das Thema. Kann ich wirklich auch absolut empfehlen, diesen Perspektivwechsel mal zu machen, um zu gucken, ob einem das vielleicht hilft, das Ganze besser zu entscheiden. Ich bin ja auch ein großer Fan von Visualisierung. Ich weiß, auch da wird es Leute geben, die sagen, oh ey, weiß ich nicht. Das hat jetzt auch weniger zu tun mit so Rumspinnerei, sondern vielmehr mit dem mal im Kopf durchspielen, wie würde denn mein Leben aussehen, wenn ich zum Beispiel diese große lebensverändernde Entscheidung treffe? Wie stelle ich mir das vor und was macht es mit mir, mir das vorzustellen? Ich weiß, dass ich das damals eigentlich mehr oder weniger unbewusst gemacht habe, weil ich mich da zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit noch nicht mit Visualisierung auseinandergesetzt habe. Aber ich weiß, dass ich damals sehr viel darüber nachgedacht habe, wie mein Leben wohl wäre, wenn das mit dem Operngesang klappt. Und ich weiß, dass ein ganz großer Teil von mir dieses Feuer gespürt hat. Kennt ihr das? Wenn man so merkt, oh, das wäre so geil, ich hätte da so Bock drauf. Wenn man so richtig so, ja, so in sich lodern spürt und merkt so, oh, ich muss in Bewegung kommen. Ein ganz großer Teil von mir hat das gespürt bei dem Gedanken, auf der Bühne zu stehen und im Kostüm zu sein und Menschen aus dem Alltag zu ziehen und ihnen einfach so eine kleine Welt zu zeigen, die sie ein bisschen ablenkt oder die ihnen vielleicht auch hier und da die Augen öffnet oder auf Themen stößt, mit denen sie sich vielleicht noch nicht auseinandergesetzt haben. Aber der Teil in mir, der sich dann den Arbeitsalltag vorgestellt hat mit dem von Stadt zu Stadt und immer wieder neue Castings und immer wieder auf dem Prüfstand und immer wieder Leistung bringen und die Abhängigkeit von der eigenen Stimme, da habe ich deutlich gespürt, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das kann, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Da gab es schon diese Gefühle, die mir eigentlich schon klar gesagt haben, das ist gar nicht dein Weg. Du bist kein Ellenbogenmensch, du kannst dich nicht gut durchsetzen durch andere, wenn ich mitkriege. Wenn ich Erfolg hätte, hätte jemand anderes einen Misserfolg. Das fällt mir schwer, das kann ich nicht. Und das wäre ja auch ein Teil dieser Branche gewesen, sich durchzusetzen in Castings gegen andere. Und ich bin jetzt ganz froh, dass das nicht mein Alltag ist. Und gleichzeitig ist das nichts, was ich verurteile, um Gottes Willen. Was ich nur damit sagen will, ist, dass es ganz gut ist, sich wirklich auch mal reinzufühlen in die Situation und in einen realistischen Alltag, wie sich das anfühlen würde für einen selbst, um zu gucken, passt das überhaupt zu mir? Und da war bei mir schon so der klare Indikator, mach dir schon mal Gedanken, was du stattdessen machen kannst, weil das wahrscheinlich nicht dein Weg sein wird. Meine Erfahrung für mich der letzten Jahre war, dass es seltenst, es gibt es, aber seltenst gibt es eine wirklich klar richtige Entscheidung oder klar falsche Entscheidung. Entscheidung treffen ist unfassbar individuell, was bedeutet, dass es immer leichter ist, Entscheidungen zu treffen, wenn man sich selbst gut kennt, mit einem Grund, warum ich mich so viel damit auseinandersetze, wie Persönlichkeitsentwicklung funktioniert, wo meine Schwächen liegen, wie ich damit umgehen kann, was ich beachten muss, wie ich wachsen kann, wie ich lernen kann, wie ich meine Stärken ausbauen kann und so weiter. All diese Dinge sind nicht nur irgendwie kryptisch was irgendwie nice to have ist, das hilft einem in solchen Momenten, in denen man große Entscheidungen treffen muss, total weiter, wenn man sich selbst gut kennt und einfach einschätzen kann, ob bestimmte Wege für einen eine gute Sache wären oder eben auch nicht. Das ist wirklich was ich sehr, sehr genieße am Älterwerden. Und ich weiß, dass unsere Gesellschaft jetzt nicht so happy ist mit dem Älterwerden und mit Alter generell. Wir sollen ja eigentlich alle jung und knackig bleiben. Aber diese Erfahrung, die man gewinnt über die Jahre, ist so wertvoll, weil sie einen sicherer macht mit sich selbst und eben auch sicherer macht in Entscheidungen. Und gerade dieses Gefühl von, es gibt seltenst klassisch richtige oder falsche Entscheidungen, hilft auch total, manchmal den Druck rauszunehmen und zu sagen, ich weiß nicht, ob die Entscheidung, diesen Job anzunehmen oder diese Berufsrichtung zu gehen, richtig ist. Aber ich kann es ja mal ausprobieren. Ich glaube, mir hätte damals in der Abi-Zeit, als ich so total gestruggelt habe, auch mit Zukunftsangst und so weiter, total geholfen zu wissen, nur weil ich jetzt diesen Weg anfange, heißt es nicht, dass ich ihn durchziehen muss. Ich bin jemand, der sehr gut darin ist, sich festzubeißen in Sachen und durchzuziehen und den Kopf runterzumachen und links und rechts auszuschalten und wirklich einfach zu machen. Ich glaube, es wäre gut gewesen, mir auch an der Stelle zu erlauben, zu sagen, ich probiere das jetzt mit dem Germanistikstudium und wenn ich feststelle,
das gefällt mir nicht, ist es okay, das abzubrechen und zu sagen, ich studiere was anderes oder ich studiere vielleicht auch gar nicht. Mir da mehr die Freiheit zu geben, hätte mir, glaube ich, sehr geholfen. Und das würde ich jetzt auch immer wieder Leuten empfehlen, die ganz stark strugglen mit Situationen, dass sie sich immer wieder klar machen, die wenigsten Entscheidungen, richtig oder falsch sind, ist beängstigend. Da gebe ich wahrscheinlich vielen von euch auch recht, die jetzt denken, um Gottes Willen, sag das nicht. Das ist aber gleichzeitig auch ein Gedanke, der einem sehr viel Freiheit gibt. Ich glaube, dass es mir total geholfen hätte, mir das vor Augen zu führen in dieser Abi-Zeit und der Zeit danach, in der ich so gestruggelt habe damit, wo will ich hin, was will ich beruflich machen, weil mein Gedanke war, ich muss mich jetzt für einen Weg entscheiden, ich muss das durchziehen. Ich bin auch so erzogen, ich bin so aufgewachsen, ich bin so strukturiert, dass es mir eher leicht fällt, mich festzubeißen in Situationen, auch in sozialen Situationen mit Freunden, dass ich mal denke, komm, einfach durchziehen, wir kämpfen jetzt darum, wir machen, wir tun und so weiter, und dass ich erst mit den Jahren lernen durfte, dass es auch eine richtige Entscheidung sein kann für mich, Dinge loszulassen und eben nicht weiterzumachen, nicht durchzuziehen, wie es einem auch dann suggeriert wird, wenn es ums Studium geht. Oh Gott, ja, XY hat sein Studium abgebrochen und so weiter, oder XY macht jetzt nochmal was ganz anderes beruflich. Ich persönlich würde da nie die Augen rollen und würde denken, ey, good for you, dass du festgestellt hast, das ist nicht dein Weg und dich dafür entscheidest, einen anderen Weg einzuschlagen. Ich glaube, wir sollten uns an einigen Stellen, auch was Entscheidungen angeht, mehr erlauben, auch auszuprobieren und nicht immer von uns erwarten, dass wir die eine richtige Entscheidung treffen. Ich weiß, es geht nicht in jedem Bereich, aber in einigen geht es schon, sondern dass man sagen kann, ey, ich probiere das jetzt und wenn es nichts für mich ist, dann eben nicht. Dann kann ich aber zumindest sagen, ich habe es probiert und weiß jetzt, dass es nicht mein Weg sein kann. Klar gibt es Entscheidungen, da geht das nicht. Familienplanung und Co., Trennung und Co., aber an vielen Stellen kann man das und sollte sich auch vielleicht von der Idee lösen, dass man das Richtige entscheiden muss, sondern sich auch eingestehen, wir alle sind Menschen, wir alle haben dieses Leben noch nie gelebt, wir alle waren noch nie an diesem Tag, in diesem Alter, in dem wir gerade sind, und wir alle haben Dinge zu lernen und wir alle machen Fehler, und das ist auch Teil des Lebens, falsche Entscheidungen zu treffen, festzustellen, dass sie falsch waren und das Beste daraus zu machen letztendlich. Ich finde, darauf kommt es auch an. Inzwischen bin ich beim Kaffeegrund angekommen, das heißt, ich hoffe sehr, es gab Dinge, die euch weitergeholfen haben, die euch vielleicht auch nochmal hier und da einen neuen Denkanstoß gegeben haben. Sagt mir gerne, was ihr denkt, was vielleicht auch eure Erfahrungen sind. Vielleicht habt ihr auch Lust zu teilen, wenn ihr mal eine richtige oder eine falsche Entscheidung getroffen habt, wie dann die Konsequenz für euch war und was ihr vielleicht auch daraus gelernt habt. Das ist ja auch was, dass Fehler einen ja auch wachsen lassen, nicht wahr? Ansonsten hoffe ich sehr, es geht euch allen gut. Passt auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dann.